Hallo Freunde, euer Pumping Anthony heute mit einem neuen Video. Aufrütteln mit dir. Meine mir. René, ich muss frühstücken. Bevor wir jetzt wieder rausgehen, so vielleicht? Ja. So Freunde, bevor wir rausgehen, habe ich mir gerade noch kurzes Frühstück gemacht. Ich mache mir gerade noch mein Porridge. Das sind 100 Gramm Haferflocken mit ein bisschen Reispudding am Start. 50 Gramm Haferflocken, 50 Gramm vom neuen Maispudding, Freunde. Wir haben jetzt 20% rabattiert. Wir haben eine Xmas Edition an Designer Way. Unbedingt zuschlagen, 20% mit Code Johnny. Maximal sparen. Das kann ich mir jetzt auf jeden Fall rein. Es wird natürlich alles abgewogen, schon brutal, ne? Nee, wie geht es dir heute? Sehr gut. Mir auch. Ich halte heute mein Gewicht. Seit 5 Tagen bin ich bei 97,5. Es steigert sich jetzt quasi nicht. Das heißt, du steigerst Kalorien? Wahrscheinlich jetzt nochmal. Auch? 5000 Schüsse. Ich muss ja schauen, Bro. Hol uns doch mal ab, was heute so ansteht. Jetzt erstmal essen, dann ein bisschen steil. Also steil ist da hinten. Und dann einmal diese Koppel da auf dem Stall abmessen. Du hast nachher die Ehrenaufgabe, vielleicht Traktor zu fahren. Hast du schon Lust? Ja. Bist du schon mit Trecker gefahren? Landwirtschaftssimulator 2022. So, wir haben ja das Thema heute mit Nebenwirkungen. Und man kann hier gerade schon eine Nebenwirkung beobachten. Junge, ich habe gerade eben gesagt, dass ich genauso austicken würde. Dann muss ich jedes Schubfach durchschauen. Man merkt schon, das ist leicht gereizt. Natürlich leicht gereizt, aber das wäre ja auch schon davor gewesen. Ach so. Ja. Hast du das auch noch in anderen Lebenssituationen, außer wenn du einfach nur eine simple Sache suchst, dass du so aus der Haut gehst? Da ist alles gut, ja? Ja. Im Straßenverkehr oder so? Da ist alles super. Wenn einer auf die Pille rückt, wenn einer auf die Pille setzt, ne? Komm jetzt mit der Kamera, bitte schlag mich nicht. Da links im Bild, nimmt doch gleich die erste Sphäre. Bitte sei nicht sauer. Was ist, wenn der im Traktor steckt, der Schlüssel? Steckt er nicht. Was ist, wenn... Wenn man im Arschloch steckt. Wenn du die schiebst und Traktorgeräusche machst, hast du das Gefühl, du sitzt im Traktor. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Ich bin schneller, oder? Pass auf mein Kennzeichen. Was für ein Kennzeichen? Auto. Wie oft haben wir jetzt schon gedreht? Ja. Und wie oft hat man ein Kennzeichen gesehen? Einmal. Ist ja auch schon mal ein gutes Warm-up eigentlich, oder? Ja, das Warm-up. Oder dein bester Spruch ist, dann musst du heute gar nicht mehr ins Fitnessstudio. Stimmt. Hier ist nicht passiert in der halben Stunde. Siehst du diese drei fetten Haufen da? Ja. Ja, so das mal. Halbe Stunde. Was habe ich denn? Viertelstunde hier gestanden. Ich würde dir auch gerne helfen. Freunde. Ja, nicht, dass man jetzt denkt, ich stehe die ganze Zeit neben dir und filme einfach nur, aber es gibt keine zweite. Gibt es eine zweite? Nein. Die wird gerade im Stall benutzt. Okay. Man merkt auch an deinen Gesichtszügen, dass du nicht mehr so freundlich guckst übrigens. Es ist nicht mehr so ein Sonnenschein. Nee. Ja. Ich kann auch kein Sonnenschein sein, wenn ich hier gerade Scheiße wegmache. Oh, was für eine tolle Scheiße. Ja. Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ja, aber dann kannst du es doch machen. Das war die Ironie. Ach so. Ich dachte, du bist König von Ironie. Nee, habe ich nicht verstanden. Geh kurz rein, Freunde. Ich will eine Stunde Meal Prep machen. Und jetzt, danach fahren wir zur Werkstatt. Apropos, da ist jemand krank gewesen. Oder da sind die Leute krank, die es eigentlich machen, als wir das gerade organisiert, dass jemand jetzt dorthin kommt. Wirklich? Ja. Johnny hat mir einen Reifenwechseltermin geklärt. In Berlin ist sehr schwierig gewesen. Aber ich brauche ja auch Winterreifen, um hierher zu kommen. 16,92. Für ein Stück? Ja. Wie würdest du sagen, gibst du pro Tag für Essen aus? Das wenn du halt, so zusammenrechnest? Das ist halt jetzt gut qualitativ hochwertiges Fleisch, ne? Ich brauche jetzt erstmal einen Kontakt, weil ich esse ja auch viel Fleisch. Im Unterleitner Winkel natürlich ganz, ganz gefährlich hier, der Johnny. Mach mich auf die linke Seite, damit man da sieht, die Onkel Jatzi. So, welches davon ist für mich? Das sieht beides lecker aus. Das ist beides für mich. Warum ist es beides für dich? Ich habe zwei Meals. Du machst genau zweimal Essen und machst mir nichts mit. Ja, hast du ja gar nicht gefragt. Selbstverständlich, ja. Ich habe davor für dich Rühreier gemacht, hast du ja gar nicht mal mitgefühlt. Das weiß keiner, siehst du? Negative Auswirkungen, jetzt kannst du sagen, richtiger Egoist. Ja, das ist eine weitere Nebenwirkung nach deinen extremen Stimmungsschwankungen, die du mittlerweile hast. Und deiner Gereiztheit. Alle haben es heute Morgen gesehen, wie du dich verhalten hast. Was war heute Morgen? Du bist tierisch aus der Haut gefahren, weil du einen Schlüssel nicht gefunden hast. Bin ich von Johnny Münster, ich bin Johnny Test. Ich besuche auf jeden Fall den Church of Pump Shop, ne? Kriegt ihr auch ein A-Shirt. Da sieht er halt wohl aus. Wir müssen auf jeden Fall noch kurz mal essen. Circa maximal 2 Stunden werden wir trainieren. Und ich werde in einer Stunde nochmal meinen Reispudding essen. Coole Frisur übrigens. Hä? Coole Frisur. Ist Ironie? Nee. Oh, hell no! Ich fahre jetzt mit dem Bus, weil ich habe noch ein GLS-Paket da drin. Das muss ich irgendwo heute noch los. Ich muss noch zum Kärcher zurückgeschickt werden. Rob Kärcher. Ja genau, du fährst mir einfach hinterher. Ich fahre dir nicht hinterher, ich brauche die Adresse. Du hast meine Winterreifen noch gar nicht gesehen. Sind die grün? Die sind krass. Du hast das gelbe Tanktop gesehen, ich habe hier auch noch sonst das ESN-Tanktop. Kannst doch die coole Jacke einfach anlassen.
Ey, ich kann dir auch eine Boxen, was ist das? Nee, so, sag mal. Ich würde die Jacke anlassen. Nee. Hast du was von Les Mills mal gehört? Fangen wir mal da an. Nee. Nee, genau. Wir geben viele verschiedene Kurse an. Heißt Ganzkörper-Workout. Body Pump nennt sich das. Body Pump? Genau, Body Pump, mit dem wir auch mit Kurzhanteln auch trainieren. Oder mit sowas. Okay, okay. Genau. Also es ist ein Kursen. Ach so, okay, da verstehe ich das. Ah, okay, interessant. Viel Spaß mit viel Musik, gute Laune. Ja. Okay, ja, okay. Ja, das wäre auf jeden Fall so eine Freundin, für mich jetzt nicht. Oh, schade. Ein E-Fitnessstudio. Kennst du E-Studios? Ich kenne nur E-Autos. Also, wir suchen auch gerade ein Gym hier in der Nähe, weil. Du Tesla hast und aufladen musst, weil wir zu mir zurückfahren. Sagt nichts mehr, ne? Kann man bei Ihnen ein Probetraining machen? Was bieten wir leider nicht an, tut mir leid. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass wenn Sie unsere Örtlichkeiten kennenlernen möchten, dass ich Ihnen einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren kann mit einem unserer Berater. Der stellt Ihnen dann all unsere Konditionen vor. Hallo, hier ist Johnny Münz im Apparat. Ich habe eine kleine Frage. Hi. Meine Frage ist, könnten wir heute bei euch drehen? Wann wollt ihr dann rumkommen? Wir sind gerade in einer Auto da. Ich denke eine Stunde und anderthalb. Stunde, anderthalb. Also wir haben halt nachher nur noch einen etwas lauteren Jumpkurs. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht dann stört. Eigentlich nicht. Nee, okay. Ansonsten ist heute relativ ruhig. Also ich gehe noch mal ganz kurz meinen Kollegen fragen, was er denkt, aber ich gehe fast von aus. Warte kurz. Ja, sieht gut aus. Also kannst rumkommen. Einwandfrei, dankeschön. Ja, bitte, bitte, dann bis später. Bis später, tschüssi. Ciao, ciao. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch für... Was? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch für Nebenwirkungen? Nebenwirkungen? Ja. Positiv oder negativ? Negativ. Alles nur negativ. Ich merke zum Beispiel, dass wenn ich nicht mein Essen drin habe, ich werde jetzt nicht irgendwie hibbelig oder sowas. Ich brauche das Essen so unbedingt, weißt du, ich meine. Davor konnte ich sagen, okay, ich kann das noch eine Stunde aushalten so, aber jetzt reagiert mein Körper ganz anders. Aber würdest du sagen, das ist eine Nebenwirkung? Also, ja. Dass das negativ ist? Ja. Beeinflusst sich das? Ja. Sag mal, wer benutzt so ein Gewicht und räumt nicht auf? Aha, da ist wieder der Rage. Nee, das ist kein Rage, das ist... Nebenwirkung. Deine 60 Gramm, die ich abgewogen habe und sogar in der ESN-Dose reingemacht habe. Johnny, ich telefoniere. Würdest du mich bitte nicht unterbrechen dabei? Nee, Johnny raged den ganzen Tag schon. Ich rage gar nicht. Weil er nämlich Nebenwirkungen hat von seinem Steroidkonsum. Das ist alles fiktiv basiert. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber dein Rage ist nicht fiktiert. Doch. Nee. Doch. Wenn es das Wort überhaupt gibt. Er hat heute auch 4 Stunden Scheiße draußen weggemacht. Das mussten wir die ganze Zeit miterleben. Jetzt kommen 100 Kilo, 10 Reps. Das waren aber 8. Irgendwas ist da die ganze Zeit schief, ich drücke so. Achso. Macht mir keinen Spaß, weil wenn ich schief drücke, bekomme ich mehr Druck auf meine linke Schulter, die jetzt gerade eh nicht so toll ist. Nee, man sieht doch auf der Kerne, dass das schief ist. Hä? Man sieht doch auf der Kerne, dass es schief ist. Ist schief? Ja, ja. Mhm. Twister. Oder Rage. Kein Rage. Oh! Ah! Fick das scheiß Gewicht an. So, ey Junge, das ist auch Mann! Mmh.
Stabilisierung links. So gedrückt, so. So geht's Paul immer beim Bankdrücken. Ja. Seit 5 Jahren. Oder seit 10 Jahren. I doubt it. Ist fertig? Ja. Nein, meine allgemein, oder? Ach so. Du bist auch da. Genau. Okay, dann bis gleich. Wie läuft's? Er hat dich noch gefragt, wie es läuft. Ah, sorry, nicht sorry. Wieder Rage, ja? Hast keinen Bock mehr mit ihm zu reden? Nein, ich hab doch, grad, das hat man gesehen, Johnny. Nicht, ich hab grad Musik. Er stand 20 Sekunden neben dir, hat auf eine Antwort gewartet und ist dann gegangen. Ich hab nur gemerkt, er steht noch da, aber ich hab gar nichts gehört. Das ist ja nicht schlimm, manche Menschen sind halt so. Mm. Come on! Eigentlich jetzt hier Muskelversagen zu erreichen. Aber jedem Training ein bisschen stärker zu werden oder Ausführungen zu verbessern. Ich habe alle Bereiche abgedeckt. Das war echt perfekt. Es waren nur 9 Wiederholungen gepackt. Mithilfe hätte ich 10 gepackt. Also so ungefähr dieses Level muss ich jetzt halten. Nur, dass jemand dann noch in der Seite halt hilft. Ich habe hier drinnen Intra mit EAs. Immer beim Training. Ich habe immer 2 Shakes beim Training voll. Ich teile mir das auf. 20 Gramm Intra pro Shake und 15 Gramm EAs. Oh, come on! Yes, sir! Oh. Ich habe mich gerade selber überrascht. Ich wollte eigentlich gerade ablegen. Das Gewicht hast du vielleicht gesehen. Ich so rechts geguckt, wollte ablegen. Scheiß drauf. Da habe ich weitergeballert. Weiter einen Hoch bekommen. Super. Ich habe ja morgen eigentlich vor, Beine zu trainieren. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich mein Bein nur leicht anwinkel, verkrampft das schon fast. Und ich bin jetzt auch nicht so hardcore unterwegs, okay? Ich bin wirklich wie ein Kindergartenjunge unterwegs, dass ich jetzt nicht alles sofort regenerieren kann. Ich habe meine Beine schon richtig zerbimmelt. Es war richtig geiles Training. Ich habe alles gegeben. Ich habe überall Muskelkater in den Beinen gehabt, auch jetzt immer noch. Deswegen werde ich dann morgen wahrscheinlich Arme machen. Arme und dann mache ich übermorgen Beine. Und dann bin ich wieder so ein Trainingsfluss drin. Vielleicht ist es auch gut. Vielleicht mache ich einen Arnold-Split. Mit Brust und Rücken, das hat sich bis jetzt gestern auch super geil angefühlt. War alles super. Ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen. Und dann kann ich in einen einzelnen Tag Schulter machen und einen einzelnen Tag Arme. Und Beine einzeln. Dann hätte ich einen guten Trainingsplit eigentlich. Weil Brust und Rücken sind ja per se keine Schwächen bei mir. Das sind eher Stärken. Yes. Ich habe gerade eben nur 6 halbe Wiederholungen rausbekommen, weil bei jeder Wiederholung habe ich mehr Blut reingepumpt. Das war wie wenn ihr Kniebeugen machen würdet und damit
eurem einen Körpergewicht ein paar halbe Wiederholungen macht und ihr dann hier genau hier vorne oder bei der Beinpresse so eine kurze Bewegung macht, hier so einen Pump bekommt. Das ist genau das gleiche Prinzip. Oh, geil. Okay, oh. Eine unterschätzte Übung. Viele sagen so, das Bullshit. Macht es mal wirklich so. Das Gewicht so hochknallen. Geht schön Nacken und Schulter. Er 60 Gramm ab und er sagt mir dann, nö, ich darf zuerst nicht so viel Zucker essen. Ich darf schon. Ich will bloß nicht. Gesünder ernähren, weißt du, den gesunden Lifestyle leben. Ja, dann mach die Hühnchen Reis. Wo sind meine Gummibärchen? Hier drin. Das sind 60 Gramm? Das sind 60 Gramm. Sag mal. Ich will die roten gegessen. So Freunde, das war auf jeden Fall das YouTube-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Stelle. Wollte ein bisschen auf meine Nebenwirkungen hinweisen. Es sind nicht ultra viele. Das Schlimmste war für mich natürlich diese Pickel und so weiter und ich sage euch, halte ich auf jeden Fall davon fern, von den ganzen Sachen, okay? Ihr könnt euch so nähren wie ich, so trainieren wie ich, aber all die anderen Sachen bitte Abstand halten, so wie ich es auch von AMG mache und so weiter. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Gerne einen Kommentar da lassen, Follow da lassen und nicht vergessen, Glocke aktivieren. Dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues YouTube-Video hochkommt, online kommt. Servus, macht's gut. You thought I was gone? Now I was in holidays, I was in the Bahamas, and I was having a great time hunting crabfitters there. A lot of bullshit talkers. I tell you, they're very stupid. But I watch Johnny grow every day, bigger by the day. See you soon. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.